Yo, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge Let's Play Kerbal Space Program. Heute wieder mit Mauszeiger. Und wir machen jetzt einmal weiter. Und zwar gehen wir erstmal in die Sandbox, denn ich möchte euch etwas zeigen. Ich habe mir ein wenig Inspiration im Internet geholt und habe etwas gebaut, was, ja, etwas gewöhnungsbedürftig aussieht. Und zwar ist es diesmal mal im Jet Center. War was ganz Neues. Ich habe eigentlich noch nie einen wirklichen Jet gebaut. Und das ist allerdings auch kein richtiger Jet, denn ihr seht es, es heißt Worm 2. Für die, die kein Englisch können, Worm 2. Und das Ganze sieht so aus. Wie ihr hier vielleicht seht, hat das Ding keinen Antrieb. Ja, aber es fliegt dennoch. So, und das zeige ich euch jetzt gerade mal. Das einzige Problem bei dem Ding ist, dass es nach einer Zeit anfängt, unkontrolliert herumzuwirbeln. Aber ich finde, es sieht eigentlich schon ganz cool aus. So. Also, jetzt wird es erstmal gleich ein wenig nach unten sich biegen. Ganz kleines bisschen. Aber das kenne ich schon. So, und jetzt machen wir es los. Und jetzt muss man erstmal... Uiuiuiui. Also der Trick ist, dass man immer hoch und runter steuert. Dadurch treibt sich das Ding an. Und irgendwann, es fängt schon an, ein bisschen hinten rum zu wackeln. Wenn ich jetzt das SAS anmache, dann sieht man, wie es anfängt von selbst rum zu wackeln. Und dadurch treibt sich es also auch an. Also man sieht hier, es wird immer schneller. Und es sieht doch schon ziemlich lustig aus eigentlich. Es wackelt dann ein bisschen rum. Jetzt sieht man schon, es ist so schnell, dass hier schon die Luftströme zu sehen sind. Leider macht mein Computer das nicht ganz mit. Es leckt fürchterlich. Ja, und jetzt fängt es langsam an, unkontrolliert zu werden. So, das war es aber auch schon, was ich euch im Sandbox-Modus zeigen wollte. Revert Flight to Spaceplane Hangar. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder in den neuen Karrieremodus. Jetzt muss ich erst wieder hier raus. So. Ah, was ist los? Ich kann nichts mehr auswählen. Nein. Uh-oh. Wir sehen uns gleich wieder. So, hier bin ich also wieder. Ich musste das Spiel jetzt leider neu starten. Ich weiß auch nicht, was los war. Aber wir wollten ja sowieso in den Karrieremodus. Year One, Day One. Erst 49 Minuten gespielt. Ich habe nicht weitergespielt während dem letzten Let's Play, seit dem letzten Let's Play. Und, ui, Landschaft generiert sich. Dann gucken wir mal, was wir gerade so machen wollen. Also ich würde mal sagen, als nächstes erforschen wir das hier. Brauchen wir 20 Science-Punkte, wir haben momentan einen, also wir können eh nichts erforschen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen immer hier so so schichtweise vor, sozusagen. Dass wir immer auf derselben Ebene sind. So, also sammeln wir mal weiter Science-Punkte und gucken wir mal, was wir denn so zustande bekommen jetzt. Ich glaube, wir wollten ja eigentlich mal einen Orbit...
glaube, wir hatten es noch nicht geschafft. Also bauen wir jetzt mal eine Rakete, die es schafft, in den Orbit zu kommen. So, upsala, loslassen. Jetzt, was haben wir denn hier? Na, kein SAS, aber Radial Decoupler, stimmt, haben wir uns ja besorgt. Und einen normalen Stack Decoupler. Haben sogar Landebeine. Im Prinzip könnten wir schon zum Mann, aber ich glaube, Antenne brauchen wir noch nicht. Das, wir landen dann eh. Aber wir steigen dann mal aus und gucken, ob wir dann mal einen Crew... einen Crew-Dingens machen können. So einen Bericht aus dem All dann halt. So, wie groß ist der? So. 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 Nee, erstmal die Kappler. So. Dann wird das Landen ein bisschen leichter. Brauchen nur so einen Fallschirm. So. Jetzt also nehmen wir das hier mal als Orbit Stage. Ah, nee, dann nehmen wir mal dieses Triebwerk. So, Structural. Schön die Coupler hinsetzen. So. Jetzt eine schöne Starter Stage. Und da setzen wir mal ziemlich viele Feststoffbooster dran, würde ich sagen. Um das Ganze leichter zu starten. Angle Snap. So. Ich hasse das. Die Dinger kriegt man nie gescheit an die Decoupler dran. Ah. Jetzt komm schon. Ich glaube, so ist richtig. Ja, halbwegs müsste stimmen. Eieiei. Nose Cones drauf. Nee, warte, auf die unteren müssen wir ja keine Nose Cones machen. So, machen wir hier nochmal welche hin. Ups. Sind sie nicht dran. Sollten sie aber. So, genau. Ah, jetzt wird's hier sonnig und ich sehe nichts mehr. Also nicht im Spiel natürlich, sondern in echt. Eieieiei. Ja, gut. Da müssen jetzt allerdings Nose Cones drauf. Und ich muss jetzt auch mal kurz meinen Roller ein bisschen runter machen. So, sonst sehe ich nämlich nichts. Das könnte dann etwas katastrophal werden. So, wir setzen mal hier auch so ein paar Steuerelemente hin. So, warum auch immer die hier schweben, ich habe keine Ahnung. Und hier machen wir mal welche dran. Oder nee, hier ist besser. Dann haben wir die länger. So, jetzt Staging. Oh, hoffentlich kippt die nicht um. Na egal. Also, nee. So. Diese hier. Die kommen da hoch. Zusammen mit den Decouplern von diesen da. Und unser Triebwerk ist das da. Das kommt ganz nach unten. So, dann kommen die Decoupler, dann kommt der Decoupler und dieses Triebwerk.
Der Decoupler. Ja, das müsste alles stimmen. Nennen wir es mal Orbiter 1. Was haben wir denn hier eigentlich für Sachen? Kerbal 1 und Orbiter 1. Okay, dann starten wir den. Ich finde das sehr schön, dass jetzt hier Musik in den Ladebildschirm ist, muss ich echt sagen. Aber es ist irgendwie unabhängig von welchem Ladebildschirm immer die Musik aus dem Vehicle Assembly Building, habe ich das Gefühl. Jebediah. Wollen wir wirklich mit Jeb fliegen? Ja, fliegen wir mit Jeb. So, SAS an. So. Start. Das sieht relativ gut aus, würde ich mal sagen. Auch wenn wir leicht abdriften. Leicht ist ein bisschen... Ah. Wir sind nicht steuerbar. Also gut, revert. Wir haben sowieso noch keine Forschungsdinger angebaut, fällt mir gerade ein. Dann setzen wir halt noch die Mystery Goo Container dran. Dann wüsste ich gerne mal, wieso das Ding so zur Seite abdriftet. Machen wir wieder 2. So, und dann setzen wir vielleicht doch noch mehr Winglets. Hier setzen wir noch welche rein. So. Und hier. So. Und hier. So. Also wenn das jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Ist Jeb eigentlich der einzige Kerbonaut, der einen roten Anzug trägt? Nee, da sind noch Bill und noch einer. Oh, keine Ahnung. So, Jebediah, jetzt geht's los. Wollen wir hier schon mal einen auf Kerbel aufmachen? Machen wir mal. Observe Mystery Go. Ja, okay, das bringt uns natürlich nichts. Gut, dann lassen wir das. Dann machen wir es später nochmal im All. Oder jetzt beim Start. Machen wir es mal beim Start. So. Wir sind ja echt gar nicht steuerbar. Das Triebwerk keinen Vector Thrust? Warum drehen wir uns? Hör auf, dich zu drehen, dummes Ding. Hör auf, dich zu drehen. Hör auf, dich zu... Eieiei. Wie haben wir denn das jetzt geschafft? Ah. Na, dann landen wir halt gleich. So. So. So.
Dann lassen wir das jetzt und landen besser. Dann haben wir nämlich immerhin schon Daten gesammelt. Eieiei, das sieht gefährlich aus. Dann haben wir immerhin schon Daten gesammelt. Machen wir mal einen Crew Hatch. Nein. Crew. Crew Report meine ich natürlich. Ja, wüsste ich gerne mal, was Jeb dazu sagt. Wieso freut er sich nicht? Ah doch, er freut sich. So, dann komm. Wir sind nicht schlecht, wir sind immerhin über 2 Kilometer hochgekommen. Aber ich weiß nicht ganz, warum das nicht funktioniert hat. Wir gucken uns gleich mal die Rakete an, die wir schon gebaut haben. Und vielleicht können wir die ja so verbessern, dass wir da in den Orbit kommen. So. Ich denke immer, das Meer wäre schon total nah, aber wir sind immer noch fast 1 Kilometer hoch. So, dann wäre es jetzt mal... Das waren, glaube ich, unsere Raketenteile. Kann das sein, dass sich der Fallschirm immer ziemlich genau bei 500 Meter öffnet? So, 200 Meter... Meter. So. Ich will dann gleich mal mit Jeb aussteigen und gucken, ob man mit denen neue Optionen hat. Hui, was ist das denn? Ein kleiner Grafikbug. So, sind wir also gelandet. Dann machen wir mal Eva. Eieiei. Eva Report kann man machen. Ja, gut. Dann boarden wir mal wieder. Und recovern das. So, mal gucken. Was haben wir jetzt für Daten? Haben wir die Mystery-Gut-Daten jetzt noch, wo wir das abge... Nee, haben wir leider nicht. Immerhin hier, jetzt haben wir 16 Science-Punkte. Ich glaube, jetzt können wir uns dieses eine hier kaufen. Nein, 20 brauchen wir. Eieiei. Da, da. Da, 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 da. Immerhin, das war, glaube ich, Jebs erster Flug. So, jetzt gucken wir mal hier, was der Orbit, der Kerbal One war. Ja, der hat ja nicht gewackelt. Dann bauen wir jetzt mal den Kerbal 2. Und zwar machen wir das hier ab. Hängen dann die Kappler rein. So. Die Dinger machen wir jetzt mit Radial die Kapplern fest. Und wir machen mal nur 3. Vielleicht lag es daran, dass wir da 4 hatten. Ah ja, nee, wir machen da schon andere Tanks. Im Prinzip machen wir die ganze Rakete neu. Vielleicht liegt es auch an den Tanks, dass das so wackelt? Nee, glaube ich nicht. Also es wackelt ja nicht, es steuert einfach nur nicht. Machen wir mal für die oberste Stage hier so und so. Da dran ein Triebwerk und einen die Kappler. Wo sind die Kappler? Bei Structural. So. Jetzt müsste es ja eigentlich gehen, oder? Ah ja, wäre natürlich noch praktisch hier eine Engine zu haben. So, wie machen wir das jetzt? Vielleicht liegt das ja auch daran, dass wir...
Ja, wir gucken mal. So, die Dinger mal relativ weit unten, weil die da gerade auch so weit unten waren. Vielleicht gucken wir mal mit Center of Lift und so. Hey, 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 hey. So, gucken wir mal, was hier das Center of Mass ist. Das ist da. So weit unten. Center of Lift. Haben wir da gar keins? Doch, da. Ja, das ist gut. Das ist in der Mitte. Das soll ja auch so sein. Center of Trust. Ja, weiß ich nicht, was mir das jetzt bringt. Wahrscheinlich gar nichts. Und dann machen wir nochmal drei so hin. So. Überall Nose Cones drauf. Huch, die Musik hat jetzt aber plötzlich angefangen. So. Ja, besonders gut ist das ja nicht, dieses Winglet, aber es ist besser als gar nichts. So. Machen wir nochmal so einen. Ah ja, einen Fallschirm brauchen wir nicht. Ach so, haben wir schon. Machen wir nochmal ein Mystery Goo dran. Ne, zwei schon. Das soll auch symmetrisch sein. So, Kerbal 2. Staging natürlich. So. Die hier bekommen eine eigene Stage. Da kommen dann die Decoupler für die mit rein. Die Decoupler sind extra. Das Triebwerk kommt nach ganz unten. Das ist doch das, oder? Ja. Der Decoupler, das Triebwerk. Ja. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum das hier eine eigene Stage hat, aber mein Gott, warum nicht? Also, was heißt eigene Stage? Ein Staging-Bestandteil. Aber warum nicht? Vielleicht bedeutet das dann, dass man nur noch die Kapsel steuert oder so, wer weiß. Hat diese Kapsel überhaupt ein eigenes SAS schon, oder? Ja, die hat ein SAS. Machen wir das mal an. Die Dinger hier nützen uns ja nicht viel. Ja, gut. Starten wir mal. Warum zum Teufel? Warum? Revert. Jebediah Common was killed. Hoffentlich lebt er jetzt wieder. Wir haben immerhin reverted. Ja, er lebt wieder. Puh. Wäre ziemlich blöd, wenn er tot wäre. Eieieiei. Ei, 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 ei.
Eieieiei, was ist das denn? Das ist ein Gemetzel hier. Na, vielleicht kriegen wir ja wenigstens ein paar Science-Punkte, dann kriegen wir ein paar mehr Bausteine und dann... Wunderbar. Ein paar Explosionen, warum nicht? Müssen wir nur noch überleben. Unsere Mystery-Goo-Dinger sind leider weg, aber gut, warum nicht? Crew Report. So, machen wir mal Eva. Hoffentlich stirbt er uns jetzt nicht. Nein, tut er nicht. Eva Report. So. Jetzt müssen wir nur noch runterkommen. Noch 150 Meter, bisschen weniger, weil das, glaube ich, Meeresspiegelhöhe anzeigt. Huch, was ist das denn? Kleiner Lichtbug. Warum nicht? Nur auf der einen Seite, sehr seltsam. Dann recovern wir. So, ich glaube, ich habe zwischendurch mal wieder das Reden vergessen. Aber naja... So, jetzt haben wir 25 Science-Punkte. Das heißt, wir können jetzt doch auch endlich das nächste kaufen, auch wenn das ja jetzt nicht wirklich eine erfolgreiche Mission war. So, 25, wie viel kosten die hier denn? 45, 45, 45. Ja, das können wir uns nicht leisten. Aber das hier, da haben wir... Es hat immer einen Trust Vector und wir haben neue Booster. Also das müsste... So, und wir haben hier auch eine neue Option. Kriegen wir einen neuen Tank. Auch nicht schlecht. New Step Ahead in Rocket Technology. Yo. Probieren wir es nochmal mit einer Orbit-Rakete und jetzt mit den anderen Boostern. Die sind ja doch besser als die kleinen Mini-Dinger da, die wir die ganze Zeit benutzen. Wir laden... Ne, wir machen jetzt mal einen Orbiter 2. So. Dass man nicht am Anfang nur so unbemannte Dinger zur Verfügung hat in der echten Raumfahrt, hat man doch auch zuerst mal Satelliten hochgeschickt, so Sputnik und so. Und dann erst angefangen, Menschen hochzuschicken. Beziehungsweise in unserem Fall Körbenauten. Wir hängen nochmal ein Mystery Goo dran. So, das ist momentan echt unsere einzige Möglichkeit, ein bisschen Forschung zu betreiben, das Mystery Goo. Propulsion. So ein Ding. Da kommen sie einfach mal großzügig hier, Orbiting Stage. Wie viel Power haben die? 215. Die hat allerdings... Ja... Die hat keinen Vector Trust und die hier schon. Ach, die geben mir sogar Electric Power. Das ist ja cool. So. Ich denke, mit dem Ding sollten wir ein bisschen weniger Probleme haben, so was Stabilität angeht, weil das doch relativ starken Vector Trust hat. So. Upsala, an die Rakete sollst du. So, dann brauchen wir jetzt dieses hier. Das ist zwar weniger stark, aber dafür steuerbarer. Klatschen wir mal 4 Solid Booster dran. Schön große. Ach, sind die schön.
So schön riesig, die halten eine Zeit. So, wie sieht's aus? Ja, nicht schlecht. Machen wir mal hier. Ich weiß nicht, ob uns diese Dinger nicht eher destabilisieren, aber ich habe immer lieber welche dran. Weil theoretisch müssten sie ja einen schon stabilisieren. Setzen wir noch welche dazwischen. Dann nennen wir das Ganze Orbiter 2. Machen wir es mal so. Speichern. Jetzt will ich doch mal gucken hier. Crew. Ah genau, Bob ist der andere. Nehmen wir mal hier einen von unseren, hier, den ganz dummen. Nehmen wir den mal. Ups, erstmal den weg. Den hier. Barwick Kerman. So, speichern und Staging. Heieiei. Staging. Habe ich doch glatt vergessen. Naja, das können wir hier auch noch machen. Auch wenn das dann nicht gespeichert wird. So, die, genau, das muss noch runter zu den, na, komm schon. Das muss noch runter zu den Boostern. Der Decoupler. Oh, machen wir mal SAS an, das wackelt schon wieder sehr. Ja, das müsste eigentlich gehen, so. Und los. Sieht doch schon viel besser aus, ist doch schon viel gerader. So, eins machen wir mal hier beim Start. Machen wir mal in der oberen Atmosphärenschicht auf. Vielleicht verändert sich da ja was. Es sieht doch schon viel, 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 viel besser aus als vorher. Kommen überhaupt nicht vom Kurs ab, werden schön schneller. Diese Booster sind echt super. Ich hoffe nur, dass wir einen Orbit hinkriegen. Irgendwie habe ich es momentan nicht so mit Orbits. Oder Orbiten oder was auch immer die Mehrzahl ist. Ich würde mal sagen, in der nächsten Atmosphärenschicht mache ich mal so ein Mystery Goo auf. So, gleich sind die Solid Booster leer. Hui, was war das? Ja, jetzt sind die Solid Booster leer. Warum drehen wir uns? Warum drehen wir uns? Kann mir das jemand sagen? Drehen wir uns mal wieder zurück. So, jetzt mache ich mal so ein Mystery Goo auf. Nee, die brauchen wir noch nicht, die Daten, die sind ja nichts wert. So, jetzt sind wir immerhin wieder gerade. Dann warten wir halt noch eine Atmosphärenschicht, meinetwegen. Wie hoch ist unser Apoapsis? 34 Kilometer, na, der muss noch um einiges höher. Ah! Warten wir halt in die nächste Atmosphärenschicht mit unserem Mystery Goo. Ich glaube, das könnte was werden mit dem Orbit diesmal. Oh, Sterne. Und wieder weg. So, nächste Atmosphärenschicht. Goom seems to be very. To get very cold now. Schön für das Goo. So, Apoapsis. Naja. '88, '90.
So, ich glaube, jetzt können wir langsam. Ah ne, ich kann ja nicht steuern, ohne Gas zu geben. Jetzt können wir langsam hier rüber gehen. Hey, 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 hey. Ah, also die Musik, die setzt halt irgendwie manchmal etwas unvermittelt ein. Hey, ja, hey, jetzt bleib doch mal da. So, dann auf zu unserem Apoapsis. So, langsam, langsam, langsam. Dann brennen wir mal. So, hoffentlich wird das jetzt was. So. Jetzt können wir nur hoffen. Was war das jetzt? Ich dachte schon, es wäre irgendwas explodiert. Machen wir mal so einen Crew-Report. Seems we are very much in space right now. Sky seems to be mostly below us. Wenn wir einen Orbit haben, mache ich mal das andere Mystery Go auf. Ah, wir sind schon wieder am Apoapsis vorbei. Hoffentlich wird das was. Hätte doch ein anderes Triebwerk nehmen sollen. Ich stelle mal hier ein bisschen nach oben wieder. Vielleicht hilft uns das. Ah, wir sinken, wir sinken. Aber noch relativ langsam. Vielleicht wird es ja was. Ich hoffe. Ja. Der freut sich ja nicht besonders. Hat das denn keine Fenster? Scheint nicht. Unsere Hand, auch gut. So, gehen wir mal wieder zurück. Ah. Bereitet mir ein bisschen Sorgen, unser Orbit. Wenn man es denn Orbit nennen kann. Aber wir sind immer noch in einem noch relativ sicheren Orbit. Ansonsten landen wir halt, wenn es nichts wird. Ich fliege jetzt da noch mal ein bisschen nach oben. Bisschen mehr. Wir fliegen ja schon die ganze Zeit ein Stückchen nach oben. So, wäre schön, wenn wir dann mal wieder ein bisschen an Höhe gewinnen würden hier. Stattdessen gehen wir immer schneller runter. Wie geht das denn? Auch unser Apoapsis sinkt. Warum? Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Machen wir mal hier das Mystery Goo auf. Es bringt uns dann immer ein bisschen. Es wird nichts. Steigen wir noch mal aus hier. Können wir wenigstens noch mal bisschen nicht Board, ich wollte loslassen. Eva. So. So, was sagt denn der dazu? You've recorded about the situation. Ja, das ist mir klar. Was sagt denn der? Er sagt gar nichts.
So. Unser Jetpack-Fuel reicht auch noch ein bisschen. Hey. Die Steuerung im All hatte ich ganz vergessen. Hey. Eiern mal wieder rum hier. Hey. Nein. Ich will da rein. Komm schon. Nicht wieder so weit nach oben. Ja. Jawohl. Und Boarding. So. Ich glaube, jetzt lässt sich eh nicht mehr viel machen, was Orbit angeht. Dann sprengen wir uns mal ab hier. So. Und spulen mal vor. Dass wir wieder in die Atmosphäre eindringen. So. Warum fängt das nicht an zu glühen? Review. Ja, das hatten wir schon mal. Wir machen das wieder, wenn es jetzt anfängt zu glühen. Genau. Jetzt würde ich sagen. So, was sagt denn der zu dem schönen Glühenden? Seems to be very cold now. Naja, warum nicht? Die Atmosphäre scheint keinerlei Auswirkungen auf das Mystery Goo zu haben, also besser gesagt das Glühen von der Atmosphäre. Immer noch 13 Kilometer. Ich fahre jetzt dann doch mal den Fallschirm aus. So. 9 Kilometer noch. 9. Sagenhafte 9 Kilometer. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Und die Kapsel mit unserem nicht ganz so erfolgreichen Kerbenauten Barwick Kerman ist wieder in die Erdatmosphäre, in die Kerbin-Atmosphäre eingetreten. Wir haben wieder Funkkontakt. Naja, das war jetzt keine super erfolgreiche Mission. Wir wollten Orbit und haben nur einen Weltraumausflug bekommen. So, Moment, jetzt ruft wieder jemand. So, hier bin ich wieder. Ach ja, landen. Jetzt komm schon. Ich hasse es, wenn es so dunkel ist. Ich hasse das, man sieht echt gar nichts. Was ist das denn? Unser Debris. Ja, wir landen über Wasser, sehe ich gerade. Oder? Das ist doch Wasser. Ja. Ja, das ist Wasser. So. Müssen wir nur noch landen. Und recovern. Und das war's dann. Diesmal ohne komischen Schattenbug im Fallschirm, oder? Gucken wir mal. Naja, kein Bug drin. War schon seltsam. So, komm. 200 Meter noch. Das ist gar nicht mehr so viel. Du schaffst das, Barwick. Guckt auch relativ relaxed, muss ich sagen, hier. Es regt ihn nicht auf, dass er gleich wieder landet.
Scheint er nichts dagegen zu haben. Ja. Ach, 30 Meter. Gleich sind wir gelandet. Und zack. Dann recovern wir mal. Das Rauschen hat sich aber gerade ziemlich unecht angehört. So, was haben wir denn da jetzt an Science-Punkten bekommen? Hier am wertvollsten das hier, Eva Report, ja, von draußen. Das auch. Was bedeutet das denn? Vielleicht die Daten, die man insgesamt davon bekommen hat. Es wird schon wieder Nacht, das hasse ich ja eigentlich. So, können wir noch gar nichts ins Kaufen von, oder? Machen wir überall 45 für. Hä, war da nichts, was ist required? Doch. Survivability. Hä, was ist das denn? Na, der hat hier keinen. Gut. Dann willkommen auf meiner Endcard. So, das war's dann für heute mal wieder. Und wahrscheinlich auch jetzt generell dauert es erstmal wahrscheinlich wieder länger, bis das nächste Video kommt. Schule und so. An den Wochenenden vielleicht. Ja. Vielleicht mache ich dann demnächst auch mal wieder ein Let's Play Minecraft. Ich habe ja da diese Map Ruins of Kirkrin oder Kirkrin heißt es, glaube ich, angefangen. Hab da erst ein einziges Mal gespielt. Ach, schön, Mann hier. Ja. Und würde ich sagen, guckt euch hier rechts die letzte Folge an. Abonnieren. Teilen wäre super nett. Es ist so schwierig, Zuschauer zu bekommen, wenn niemand weiß, dass es einen gibt. Wie ihr wisst, mache ich ja nicht nur KSP Let's Plays, auch andere Sachen. Also könnt ihr den Leuten ruhig mal erzählen. Ja, das wäre vor allen Dingen nett auch, wenn ihr denen mal so ein paar meiner größeren Projekte zeigen würdet, so Lego Minecraft oder der Minecraft-Filmtrailer oder so, also nicht nur die Let's Plays, sondern eben auch andere Sachen teilen. Das fände ich super nett. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.